Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinen neuen News. Als allererstes möchte ich mich natürlich erstmal wieder für die ganzen Kommentare bedanken, die ihr unter meine Videos schreibt. Also herzlichen Dank, vielen, vielen Dank. Ich habe einen Zweitkanal aufgemacht und da habe ich auch so viele coole Kommentare bekommen. Also wirklich richtig klasse. Auch von meinem letzten Video, wo ich, ja, ich sag mal, Werkzeugtest-Info-Update gemacht habe, was jetzt die einzelnen Tests anging. Und ja, ich sag mal, da habe ich viel Fürsprache bekommen von euch und auch dafür möchte ich mich bei euch herzlich bedanken. Dann wollte ich noch mal eben kurz was zu den Bandschleifern sagen, die ich ja auf meinem Werkzeugtestkanal teste. Die werde ich ja verkaufen, auf jeden Fall. Ich hatte das jetzt auch schon letzte Woche Freitag dann auch noch mal erwähnt. Ich kann die aber jetzt noch nicht verkaufen, weil ich damit auf jeden Fall noch was richtig Cooles vorhabe. Aber wenn ich die verkaufe, sage ich das hier in meinen News, einmal auf Andis Werkstatt. Aber dann werde ich auch noch mal separat Infos auf meinem Werkzeugtestkanal geben, so dass dann der Abverkauf dann auch starten kann. Ich hatte das, wie gesagt, in meinen letzten News schon gesagt, auf dem Werkzeugtestkanal. Ich wenn ich die News gemacht habe, dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt also, jetzt lohnt es sich nicht, mir irgendwie Vorbestellungen oder irgendwelche E-Mails zu schreiben, sondern wenn ich die News gemacht habe, dann geht der Abverkauf los und dann könnt ihr mir schreiben. Und wie gesagt, der Erste, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, und gleichzeitig mit den News heute geht auf meinem Werkzeugtestkanal natürlich auch wieder ein Test online. Und da zeige ich euch diesmal den Bosch GBS 75AE. Also wer da Interesse hat, einfach mal nachgucken. Wer den Werkzeugkanal noch nicht kennt, also ich mache da Werkzeugtests. Im Moment teste ich Bandschleifer. Und ja, schaut mal einfach rein, abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, da möchte ich noch mal ganz gerne auf das Video vom Freitag jetzt bei Andis Werkstattkanal eingehen. Ich hatte ja eine Garderobe gebaut. Sicher ist da viel Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber uns gefällt es halt, meiner Frau und mir. Und ja, also wir sind da glücklich mit. Haben mal wieder eine neue Garderobe. Ich sag mal, ja, als Heimwerker, ich sag mal, ja, man kann ja auch wirklich immer wieder mal eine neue Garderobe bauen. Und dass die jetzt nicht da ein Leben lang hängt, ist auch klar. Also die wird jetzt vielleicht 2-3 Jahre da hängen und dann werde ich wieder eine neue Garderobe bauen. Da ist man ja flexibel als Heimwerker und man kann ja auch seine Ideen dann so ein bisschen ausleben. Auf jeden Fall habe ich da ja das Steinfurnier benutzt. Und ja, ich habe mal hier auch nochmal so ein paar Proben, was man da so alles als Steinfurnier bekommt. Ich halte das mal einfach so da rein und rede mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut angekommen bei euch. Und viele kannten das auch nicht, genauso wie ich. Also wie gesagt, mir war es ja auch völlig unbekannt. Und ja, bin da also wirklich begeistert von dem Zeug. Das ist jetzt das etwas stabilere Furnier. Und ja, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die man da mit beschichten kann. Und ganz neu sind diese Nanofurniere. Die sind wirklich biegsam. Und das Nanofurnier habe ich auch bei mir für die Garderobe genommen. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Farben und Steine. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ach weißt du was, wenn das bei euch so gut ankommt, dann fahr doch mal noch mal in die Firma rein, schnapp dir mal den Chef und mach ein kleines Interview. Ja, und das kommt jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt bin ich hier bei Steintime bei Modern Stone und direkt hier auch im Laden. Und ja, neben mir steht der Geschäftsinhaber und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Arndt Blümmeke. Ich mache jetzt seit ungefähr 9 Jahren Steinfurniere und auch Wandverblender. Okay. Beziehungsweise importiere die und macht er die Leute hiermit glücklich. Ja, hm? Was machst du dann da so? Gehst du auch raus und bringst die an? Nee, nicht. Bitte, das geht direkt auf den Rücken. Das, okay, das ja, ja. Aber bei den Wandverblendern. Aber gerade bei den Wandverblendern. Steinfurnier genau. Ist denkbar einfach und es ist von der Anbringung her leichter als Tapezieren auf jeden Fall.
Ja, also ich habe die ja jetzt auch entdeckt und ich habe ja ein Video gemacht letzte Woche, also mein letztes Video, da habe ich eine Garderobe gebaut und habe da das Steinfurnier Nano genommen. Und ja, das ist irgendwie, wie lange gibt es das? Nanofurnier gibt es ungefähr seit 2-3 Jahren. Ja, also relativ neu und ich hatte das vorher noch nicht gesehen und war richtig begeistert. Und sag doch mal eben kurz was über die Herstellung. Man nimmt große Felsblöcke, die wirklich auch in diesem Format des Furniers ist, ja. So zum Beispiel einmal 2 Meter große Blöcke oder noch darüber hinaus. Ja. Die werden so leicht angeflammt, okay. Quasi mit Bunsenbrenner. Ja. Und dann kommt mehrere Lagen Glasfaser und Harz drauf. Die werden bestrichen, ja. So in 3, 4, 5 Lagen. Und wenn das durchgehärtet ist, zieht man das einfach ab. Und so bleibt dann diese hauchdünne Felsschicht an dem GFK dauerhaft hängen. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und gibt es schon ganz, ganz lange, aber Deutschland ja. Hängt da leider doch so ein bisschen hinterher. Ja, wie in manchen Sachen, ne? Ja, wie in manchen Sachen. Ja, was ich mich gerade so frage, ist, außer jetzt eine Garderobe, was kann man denn dann sonst damit machen? Eigentlich alles. Alles. Du hast nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann Fußböden damit belegen. Ah, okay. Empfiehlt sich dann hinter eine Imprägnierung oder eine Steinversiegelung aufzutragen, ja. Ne, damit das dauerhaft vor Flecken geschützt ist. Ja. Oder Wände zur Verschönerung oder ganz einfach Möbel, wie Möbelbau. Also, ich baue ja jetzt mein Badezimmer neu. Kannst du nehmen. Und kann ich das dann auch in die Dusche nehmen? Kannst du in der Dusche einfach anbringen mit Montagekleber für nicht saugende Untergründe, würde ich persönlich empfehlen. Ja. Oder eben 2-Komponentenkleber. Dann kriegt man es aber auch nie wieder ab. Also man kann man da nicht auch Silikon nehmen? Klebt das nicht auch? Rein theoretisch kannst du auch Silikon nehmen. Alles kein Problem. Weil ich sag mal, das kriegt man ja dann hinterher auch vernünftig wieder ab. Ne? Richtig, so, dass man, wenn einem der Hintergrund nicht mehr gefällt, dass ja, man klar. Das dann wieder wechseln kann. Ja. Ne? Du kannst Silikon nehmen, Montagekleber. Du musst nur auf den Untergrund drauf achten, dass der, ob der saugend ist oder nicht saugend. Ja, ja gut, da habe ich jetzt Fliesen. Also ich jetzt persönlich. Ja, also dann für nicht saugende Untergründe. Weil die Unterschicht ist ja GFK und die saugt natürlich auch Kantilever. Genau. Ja. Das ist das Einzige, worauf zu achten wäre. Und hinter eine Versiegelung auftragen, also eine Steinversiegelung. Darauf wollte ich jetzt kommen, genau. Oder eine Imprägnierung. Es gibt auch eine Steinimprägnierung. Mhm. So, dann ist das Material quasi dicht und nimmt gar kein Wasser mehr auf. Also Wasser perlt einfach ab. Ja, sowas bräuchte ich ja dann auch in der Dusche. Ne? Ja, genau. Weil wenn ich mich dusche und das ganze Duschgel und Seife und so weiter, richtig. Stein saugt ja, ja. Sicher trocknet das dann auch wieder raus, aber ich sag mal, die ganzen... Ja, man hätte irgendwann mal irgendwelche Ränder und mit ja, der Imprägnierung oder mit der Versiegelung umgeht man das ja. Eigentlich ganz gut. Ja, cool. Ja. Es gibt auch 2 verschiedene Arten von Versiegelung. Einmal eine normale Versiegelung und auch irgendwie eine, wo sich die Farben so ein bisschen umkehren oder wie war das? Es gibt eine Versiegelung, die hat so einen farbvertiefenden Effekt. Also da würde man so eine Platte wesentlich dunkler kriegen, wie zum Beispiel die ich gerade auf dem Tisch liegen habe. Ja, ja, die gucken wir uns gleich mal an. Ja, die wird auf jeden Fall dunkler dadurch. Ja. Ne? Aber es gibt auch Versiegelungen, die eigentlich nicht so diese Farbvertiefung haben. Aber ich finde das richtig gut, ne? Ja, das also, wie gesagt, das Geschmackssache. Ist noch ein bisschen intensiver auch, ne? Was man auch machen kann, man lässt es Natur erstmal so, zum Beispiel in Wohnbereichen. Und man hat hinterher immer noch die Möglichkeit zu sagen, naja, ich möchte doch mal eine andere Farbgestaltung haben und versiegel einfach die Platte mit einem Farbvertiefer. So wird es dann dunkler halt. Ne? Ja, ja, gut. Wieder ein anderer Effekt. Ja. Ne? Werden die dann auch so dunkler? Ist, geht ja nicht, ne? Nö. Ist ja Natur. Ist schon Millionen Jahre alt so. Also genau. Wird uns vermutlich überleben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Bis da dunkler wird. Ja. Was ich ganz oft gefragt werde, ist, wie stabil ist das von ihr? Oder ist es stabil? Ja. Ja, hier hast du so eine Platte. Ich habe so eine Platte, hier ist die Rückseite und hier ist die Frontseite. Und man sieht hier schon, wie stabil das Ganze ist. Ja. Und dann werde ich oft gefragt, wie ist das mit Abrieb oder wie stabil ist es? Und zur Demonstration haue ich sie einfach mal so vor. Ja. Keine Bollen, keine Macker, keine Kratzer. Nee, gar nicht. Also ich muss mir schon richtig Mühe geben, um es zu zerbrechen oder überhaupt kaputt zu machen. Also. Aber das Nano-Zeug, das kann man ja knicken, ne? Das habe ich ja bei meiner Garderobe gesehen. Naja, das kannst du richtig biegen. Ja. Also das ist auch in gewisser Weise biegsam. Also man kriegt auch schöne Säulen damit gestaltet. Ja. Aber mit dem Nano-Furnier ist es natürlich noch leichter. Ja, ja, genau. Hm? Ja. Ja, dann gucken wir jetzt mal uns verschiedene Furniere an, was ihr da so... Gerne. Im Angebot habt, ne? Ja, klar, gerne. Ja. Und das ist jetzt hier die Steinplatte, von der du gerade erzählt hattest, dass die versiegelt ist, ne? Genau, die ist mit einem Farbvertiefer bearbeitet. Ja. Mit so einem schönen Seidenglanz, aber kann man natürlich auch matt versiegeln. Ach, da gibt es auch noch verschiedene, ja, ne? Ja, es gibt auch cool. Mit Seidenglanz oder mit matt. Ja. Und diese Platte hier ist die gleiche Platte wie da. Ja. Und da könnt ihr mal sehen, dass jetzt hier eigentlich so die einzelnen Farben nicht so wirklich rauskommen. Aber sobald man, wie heißt das Zeug jetzt noch? Versiegelung? Ach, Versiegelung. Ja. Hat das nicht einen anderen Namen?
Steinversiegelung oder Farbvertiefer. Ach, Farbvertiefer, genau das Wort fehlte mir. Ach so, ja, Farbvertiefer. Genau. Ja, und hier kommen natürlich die Farben richtig schön raus. Was haben wir hier für einen Stein? Was ist das? Das ist unser Modell Burning Forest. Ja, das finde ich ja richtig cool, ne? Ja, das ist wirklich Hammer. Das ist, wie gesagt, von diesem Glimmerschief auch abgezogen. Ja, aber das habt ihr auch, ich hätte mir eine andere angeguckt, die war längs. Ja, die gibt es auch immer. Einmal quer gestreift und okay. Einmal längs. Ne? Ja, also das sieht richtig gut aus, finde ich. Ja. Was habt ihr daneben liegen? Das ist unser Modell Niagara, so ein silbergrauer Schiefer. Ja. Das ist auch einer so meiner Topseller. Weil die Farbe ist schön neutral und passt eigentlich zu allen. Das stimmt. Und hier sieht man auch die einzelnen Schichten, wie das abgezogen wurde dann wahrscheinlich. Ne? Hier haben wir nochmal so ein gestreiftes Modell. Das ist Ocean Black. Das ist so schiefer, wie man den auch in Deutschland als schwere Platte kaufen könnte. Ach so. Und ich habe jetzt einen Kunden, der sich einen Lautsprecher damit nachbaut. Der macht das Gehäuse mit diesem Furnier. Ja. Weil es gibt ein sehr, sehr ähnliches Furnier hier. Und es gibt einen Lautsprecherhersteller, der Lautsprecher aus Schiefer halt auch baut. Ah, okay. Nur liegen wir da natürlich in einem ganz anderen Kostenbereich dann. Ja. Aber wie sieht das denn aus mit den Kanten? Werden die dann nochmal extra versiegelt? Weil das ist ja jetzt das dicke Furnier, ne? Ja. Also... Aber es ist immer noch so dünn, dass man es direkt vor Stoß kleben kann. Ach so, ja. Und man sieht es hinterher nicht. Okay. Ja, hier sind verschiedene Nanofurniere. Das habe ich verwendet zum Beispiel für meine Garderobe. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene andere. Wie gesagt, ich werde euch die Webseite unten in die Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch dann noch mal selber ein paar Sachen angucken. Ich hatte bei Amazon zum Beispiel gesehen, dass da wirklich große Preisdifferenzen drin sind. Und ihr eigentlich so, ich sag mal, mit die billigsten seid, ne? Günstigsten. Oder günstig, ja, billig hört sich immer scheiße an. Ja. Blöd an. Günstigsten seid. Ja, richtig. Ja. Liegt daran, weil habe ich ein sehr familiäres Verhältnis zu den Lieferanten in Indien. Ah. Und wir importieren halt containerweise. Und ja, gut. Ich verkaufe lieber günstig an den Endverbraucher, als irgendeine Großhandelsfunktion auszuüben. Ja. Ich habe zwar auch ein paar gewerbliche Kunden, aber mein Hauptgeschäft ist halt Endverbraucher. Dass man denen einfach so ein tolles Material einfach günstig beschaffen kann. Ja. Halt, ne? Ja. Ja. Und wer will schon reich werden? Ja, genau. Ich kenne auch keinen. Nee. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut mal gerne auf seine Seite von Steintime bei Modern Stone. Ich glaube, bei Amazon seid ihr auch, ne? Bei Amazon, bei eBay. Bei eBay auch, bei eBay auch, ne? Ja, werdet ihr auf jeden Fall fündig mit dem Namen. Und ich bedanke mich fürs Interview oder für die Informationen auch. Machst du das eigentlich alleine hier? Nein, ich habe meinen Sohn mittlerweile mit im Laden. Da steht er auch direkt. Ja. Komm mal da ran. Stell dich mal hier in die Mitte. Mich kennen die Leute. Und das Schöne ist ja, er hat mir heute Morgen eine SMS geschrieben. Ja. Um 8 Uhr war es, dass heute ja ein YouTube-Video gedreht wird. Ja, guck mal. Ne? Ist eine Vorbereitung ist ohne Ende. Ne? Super gelaufen. Auf jeden Fall. Reicht. Spontan ist immer gut. Ja, wie die Jugend heute so ist. Ne? Und was machst du hier? Hauptsächlich Marketing. Viel, okay. Aber ich helfe auch meinem Vater bei allen Geschäften, die so anstehen. Macht er nicht. Ja, auch, er versucht es. Ja. Genau, also aktiv arbeite ich hier mit. Ja, cool. Ja. Ja, dann habt ihr jetzt die komplette Firma kennengelernt. Es ist nämlich ein kleines Familienunternehmen. Moment. Moment. Komplett stimmt. Unternehmen wäre so. Den wichtigsten haben wir vergessen. Ja. Du bist die Geschäftsführerin. Richtig. Ja. Du bist Finanzamt. Ja, dann geht es jetzt weiter mit meinen News. Ja, jetzt habt ihr eine ganze Menge Infos bekommen. Und wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wer da Interesse hat, kann da mal gucken. Also ich weiß, dass dieses große, das war 1,22 Meter mal 50, glaube ich. Das kostet die irgendwie um die 30 Euro. Und dann gibt es aber auch bis 2,44 Meter mal 1,22 Meter. Also da müsst ihr mal gucken, was er braucht. Und wie gesagt, es gibt genug Farben. Schaut mal einfach auf der Webseite, wenn ihr da Interesse habt. So, dann habe ich eine super coole Info. Mein Freund und ich, also es geht jetzt um die Edelstahl-Logos. Und ich habe die ja mit meinem Freund zusammen gemacht. Der hat eine Werbefirma. Und über einen anderen Kollegen haben wir da die Edelstahlplättchen bekommen. Mein Kollege hat da so eine Lasermaschine
und kann da dementsprechend dann die Logos drauf lasern. Jetzt habe ich mit dem Guido gesprochen. Ich sage, komm, lass uns doch mal irgendwie was machen. Lass dir mal was einfallen, wie wir das irgendwie günstig auch an den Mann bekommen. Es hat da hin und her gerechnet und ja, auf jeden Fall ist das jetzt zwar schon spruchreif, allerdings noch nicht online. Aber ich denke mal, dass es jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen online geht. Und da bekommt ihr auf jeden Fall von mir auch eine Info. Und dann bekommt ihr auch eure Edelstahl-Logos oder eure Logos auf Edelstahl in zwei verschiedenen Variationen. Einmal gebürstet und einmal blank. Ich hatte ja blank, also spiegelblank. Und auch zu einem sehr, sehr fairen Preis. Also wie gesagt, wer da dann Interesse hat, bin ich eigentlich auch froh, dass wir da jetzt eine vernünftige Lösung gefunden haben. Und ja, wir da euch, also Guido und ich, euch dann auch das anbieten können und ja, ihr dann auch eure Edelstahl-Logos dann auf eure Werkstücke dann verewigen könnt. Ja, dann gibt es schon mal einen kleinen Hinweis auf nächste Woche oder übernächste Woche, weiß ich noch nicht. Klemmsiger hat ein neues Produkt rausgebracht. Da habe ich mit Matthias ein sehr, sehr schönes Video zu gemacht. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Es ist ein sehr, sehr cooles Produkt, auf jeden Fall. Und dann seht ihr hier auch schon wieder, dass ich wieder was auf dem Tisch liegen habe. Also ich sitze heute mal das erste Mal so. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber ist auf jeden Fall gemütlich. Ich habe von Wolfkraft eine Dübelschiene für euch bekommen. Und die möchte ich gerne unter euch verlosen. Und ja, schreibt da einfach Hashtag Wolfkraft. Und ja, und dann geht die Dübelschiene an euch, beziehungsweise an einen. Bin ich natürlich mal wieder super froh, dass Wolfkraft mich da dahingehend immer unterstützt, was meine Community angeht. Also wie gesagt, top, kann ich nicht anders sagen. Ja, und die Dübelschiene, die hatte ich während meines Bettenprojektes benutzt. Und ja, ich war super begeistert, hatte das dann auch mal in den News dann erwähnt. Ja, also das ist wirklich richtig coole Qualität. Und man kann da wirklich wiederholgenau dann die Bohrung machen. Also wirklich top das Teil. Wie gesagt, Hashtag Wolfkraft und dann sucht mein Programm wieder einen aus. Ja, und dann hatte ich euch ja auch in den letzten News angekündigt, dass ich auch noch ein paar L-Boxen mit dem Pokerspiel habe. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Ja, und da gehen heute schon mal zwei weg. Ich habe noch welche, ich sage nicht wie viele. Auf jeden Fall kann man die nicht kaufen, die kann man nur bei mir gewinnen. Ja, und da schreibt da einfach Hashtag L-Box Royal. Wie gesagt, alles durchgeschrieben, ohne Bindestrich, ohne Komma, einfach L-Box Royal. Ja, wie gesagt, da habe ich zwei Stück von und ja, bin gespannt, wer die von euch diesmal gewinnt. Ja, und dann möchte ich auch noch mal eben kurz was zu meinem Badezimmer sagen. In die letzten Zeit war es ziemlich, ja, ich sag mal, stressig kann man es nicht sagen, aber ich hatte nicht viel Zeit hier bei mir in der Werkstatt. Ich hatte viele private Sachen zu tun, die jetzt nicht ganz so erfreulich waren, aber möchte hier auch gar nicht viel drüber zu sagen. Auf jeden Fall geht es mit meinem Badezimmer immer noch nicht voran. Ich möchte das unbedingt machen, komme aber im Moment nicht dazu. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch im nächsten Monat zukomme. Auf jeden Fall bleibe ich da dran und versuche das so nah wie möglich oder so zeitnah wie möglich jetzt auch zu bauen. Weil ja, Tonja und ich freuen uns natürlich auch auf das Badezimmer. Und da habe ich auch so viele Ideen, die ich dann euch auch noch mitteilen möchte. Ja, wie gesagt, es geht aber im Moment nicht so, dass ich jetzt erstmal nur wieder kleinere Projekte mache. Jetzt am Freitag zum Beispiel drechsel ich mal wieder, weil ich hatte auch mal wieder voll Bock drauf. Und ja, lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall wieder etwas, was es so noch nicht gibt. An sich schon, aber nicht die Machart, so wie ich das jetzt dargestellt habe. Lasst euch überraschen und wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß damit. Oder mit dem Video. Ja, ich habe jetzt hier meinen Zettel abgearbeitet und denke mal, dass ich auch soweit alles gesagt habe. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so oft in der Werkstatt, von daher gibt es hier aus meiner Werkstatt nicht ganz so viel zu berichten. Wer meinen Zweitkanal noch nicht kennt, verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, und ansonsten, wie gesagt, Dübelleiste,
Hashtag Wolfkraft, Pokerspiel, L-Box Royal, also Hashtag L-Box Royal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine schöne Zeit, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, tschüss. Jetzt muss ich doch noch mal eben kurz was sagen. Jetzt habe ich zwar schon alles weggeräumt, aber egal. In meinem vorletzten Video, als ich die L-Box-Schnitteinlagen zugeschnitten habe, hatte ich ja die Links dann auch über Amazon verlinkt. Da schrieben dann viele, dass die Schnitteinlagen viel zu teuer sind und habe aber auch ganz viele Kommentare bekommen, dass man die halt auch irgendwie bei Google mal suchen kann und dann bekommt er die auch günstig. Also die Schnitteinlagen, die kriegt man schon für, was weiß ich, 17 bis 20 Euro und bei Amazon werden sie, glaube ich, im Moment für 33 angeboten oder 30. Wie gesagt, guckt einfach mal ein bisschen und ja, dann bekommt er die auch relativ günstig. Da möchte ich mich natürlich auch nochmal bei BS Systems bedanken, dass die Firma mir auch immer die L-Box Royal zur Verfügung stellt für euch. Also ja, finde ich auch richtig gut. So, jetzt bin ich aber durch mit dem Thema und würde sagen, wir sehen uns jetzt im nächsten Video.